Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Herzzentrum Berlin. Ich bin Christian Meyer, zuständig für die Kommunikation hier im Haus und ich begrüße euch zu einem Live-Talk im Büro des Pflegedirektors des Deutschen Herzzentrums Berlin. Unser Motto diese Woche und die nächsten Wochen ist Hashtag Klartext. Wir wollen euch möglichst viele Daten, Fakten, Wissenswertes, Interessantes über die Pflege am DHZB vermitteln und nahebringen. Ich hoffe, der oder die eine von andere oder andere von euch hat schon ein bisschen was gesehen dieser Tage. Wenn nicht, es lohnt sich reinzuschauen. Und am Ende dieser Arbeitswoche wollen wir heute ein Gespräch führen mit dem Kopf des Ganzen hier, nämlich mit dem Pflegedirektor des Deutschen Herzzentrums Berlin, mit Sebastian Dienst. Herr Dienst, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Danke für Ihre Zeit. Freut mich. Wir werden über einiges zu reden haben heute. Ich freue mich auch schon drauf. Und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen jederzeit stellen. Denn dafür sitzt die liebe Kollegin Michelle hier. Danke, dass du da bist, Michelle. Die wird gucken, ob und welche Fragen kommen. Sie uns dann sozusagen akustisch reinreichen. Und wir werden sie Herrn Dienst gerne stellen. Fangen wir an. Herr Dienst, Klartext, warum Klartext, warum diese Initiative? Ne, es waren, glaube ich, zwei Gründe, auch jetzt damit rauszunehmen. Wir haben ja schon länger darüber gesprochen. Klar sind wir ein Krankenhaus in Berlin, was wie alle Krankenhäuser auch sich bemüht, Personal zu rekrutieren und Personal zu bekommen. Wir haben da zwar in letzter Zeit ganz gut gearbeitet und auch ein bisschen Glück gehabt und haben eine ganz positive Entwicklung, nur trotzdem darfst du nie nachlassen, sondern musst weitermachen. Und das war ja einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen eben auch mit den Social Media ran und eben die Leute aufs DHZB aufmerksam machen, dass es hier gut ist zu arbeiten. Warum wir jetzt rausgegangen sind, war dann aber auch ein zweiter Punkt. Wir erleben ja gerade sehr viel, wie über die Pflege gesprochen wird, weniger mit der Pflege gesprochen wird. Wir eine sehr verzerrte Darstellung der Pflege haben, Flexit als ein Riesenthema. Und uns war es wichtig, auch hier ein Statement abzugeben und zu sagen, hey, wir haben Probleme, es ist nicht alles okay in Deutschland, was die Pflege betrifft, aber es gibt auch eine gute Pflege und die kann man finden und das war uns halt wahnsinnig wichtig, dann jetzt auch rauszugehen. Zwar noch nicht alles perfekt, aber wir wollten einfach starten. Ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, nicht alles perfekt. Das wollen und können wir ja nicht behaupten, dass bei uns alles perfekt wäre. Das ist auch nicht Sinn dieser Initiative. Nein. Wir haben diese Woche angefangen mit dem Thema Pflegeschlüssel. Das war Ihnen auch in unserer Planung, in den Vorgesprächen ganz wichtig. Sie haben immer gesagt, Leute, unsere Besetzung hier, wie wir die überprüfen, wie wir die messen, wie wir die kommunizieren, das ist ein ganz wichtiges Asset am DHZB. Deswegen würde ich auch gleich mal sagen, wir steigen damit mal ein. Für die hoffentlich wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Videos und Erklärungen dazu noch nicht gesehen haben, wenn dhzb.de/Klartext. Was ist an den Pflegeschlüsseln, an unserer Besetzung hier besonders oder wo würden Sie sagen, da können wir stolz drauf sein? Ich glaube, wir können stolz drauf sein, dass wir erstens uns für diese Pflegeschlüssel sehr interessieren. Wir sehen sie hier stündlich live auf dem Monitor, wissen also genau, wie unsere Stationen besetzt sind, wie viele Patienten dort sind, wie viele Pflegende dort sind. Und das so transparent zu machen, war einer der wichtigsten Schritte von uns, weil nur so schaffst du wieder Vertrauen bei der Belegschaft. Es gehört ja schon ein bisschen dazu, ich bin ja seit 2 Jahren hier. Das war nicht ganz einfach, als wir hier gestartet hatten. Wir hatten viele Mitarbeiter von sehr erfahrenen Mitarbeitern, die uns den Rücken zugekehrt haben. Und wir mussten Vertrauen wiederholen. Und Vertrauen schaffst du durch Transparenz. Und für die Pflegenden ist, glaube ich, neben dem Gehalt eine unglaublich wichtige Botschaft, dass ich in Ruhe, nicht in Ruhe, sondern also der Job ist schon anspruchsvoll sozusagen, aber ich kann vernünftig meinen Job machen. Es ist nicht so, dass ich einen Tag eine katastrophale Besetzung habe und dann wieder einen Tag eine andere Besetzung. Wir haben hier eine sehr hohe Kontinuität in Besetzung. Das haben wir geschafft mit viel, viel Arbeit und das zu präsentieren ist einer der Gründe, warum die Leute zu uns kommen, wenn nicht einer der Gründe. Das funktioniert aber nur, wenn diese Besetzungen auch gut sind. Und wie gelingt denn das? Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir machen es immer öffentlich, für wie viele Patientinnen und Patienten ist eine Pflegekraft zuständig? In dieser Station, in dieser Schicht und die Werte, die rauskommen, sind mies, dann würde man das ja nicht unbedingt so gerne veröffentlichen. Sie sind ja bei uns auch nicht immer optimal, sie werden aber intern und eben auch extern trotzdem kommunizieren.
Aber das dürfen wir hier ja sagen, sie sind ziemlich gut. Wie hat man das hingekriegt? Naja, erstens, weil wir eben es geschafft haben, wirklich Personal aufzubauen. Wir haben 14% Fachkräfte jetzt aufgebaut, reine Fachkräfte, also dreijährig ausgebildete Leute. Das hilft natürlich, wenn du die Menge der Leute da hast. Das andere ist, wo ich nicht ganz Ihrer Meinung bin, auch wenn die Besetzung nicht okay ist. Erstens, die Pflegenden wissen das selbst auf den Stationen. Und ich glaube, für sie ist es dann auch wichtig zu wissen, hey, die Pflegestation weiß das auch und nach dem Motto, stellt sich nicht blind. Weil selbst wenn es dann mal eine Zeit lang schlecht ist, und es war bei uns, wir hatten eine schwierige Zeit im Jahr 2019, das sieht man auch in den Berichten, dass wir da viele unserer Strukturbesetzungen nicht halten konnten. Aber wir haben dann auch gesagt, okay, das ist jetzt nicht gut, wir müssen da raus, aber wir sind in dieser Phase auch bei euch. Und ich glaube, diese Transparenz hat dir allen geholfen, sehr mitzuziehen. Und da bin ich wahnsinnig stolz auf alle meine Mitarbeiter, wie die in dieser Phase mitgezogen haben. Das heißt, ich finde auch, dass man, selbst wenn Besetzungen nicht okay sind, damit rausgehen kann, weil dann alle Mitarbeiter wissen, hey, die stellen sich nicht blind da oben, die wissen Bescheid, was Sache ist, kümmert euch darum, dass die Sache sich wieder verändert. Und das können wir jetzt da zeigen. Ich musste mich in den letzten Jahren mit dem Thema ja auch erstmal auseinandersetzen und beschäftigen. Die Materie ist ja gar nicht so trivial. Diese Pflegeschlüssel werden seit 2019 auch gesetzlich bzw. per Verordnung vorgegeben. Es gibt also Maximalgrenzen, für wie viele Patientinnen und Patienten eine Pflegekraft zuständig ist. Das wird natürlich unterteilt nach verschiedenen Stationsarten, kardiochirurgische, kardiologische Intensivstationen. Aber diese Schlüssel sind, muss man sagen, im negativen Sinne ganz schön beeindruckend, diese Maximalvorgaben. Also da gibt es schon mal so eine Zahl wie: Eine Pflegekraft darf höchstens 22 Patientinnen und Patienten versorgen. Und das ist schon, wo man sich denkt, mein lieber Schwan, in so einer Nachtschicht 22 Patienten, das ist nicht gut. Wir haben eigene Vorgaben. Ja. Und die sind strenger. Die sind strenger und eben angepasst zu dem, was wir hier für Klienten bei uns auf den Stationen haben. Wir sind ein High-End-Versorger. Diese Grenzen, die vom Staat sozusagen festgelegt worden sind, wie Sie richtig sagen, sind absolute Minimalgrenzen. Das waren die schlechtesten 25% in Deutschland. Und dazu wollen wir nicht gehören. So, das ist relativ einfach. Also wer sich damit brüstet, kann ich nicht ganz verstehen. Wir wollten unsere Grenzen, die haben wir mit den Mitarbeitern auch besprochen. Wir haben gesagt, okay, das ist das, was wir brauchen. Und ja, so haben wir sie festgelegt. So messen wir sie jetzt auch. Also wir können einmal diese staatlichen Grenzen messen. Da sehen wir zu 100% gut aus, was aber nicht wirklich überraschend ist, weil wir wollen eben auch nicht zu den schlechtesten 25% gehören. Ja. Wir wollen zu den besseren gehören, das zieht Personal, das begeistert Personal, deswegen die eigenen strengeren Grenzen, weil sie medizinisch sinnvoll sind, pflegerisch sinnvoll sind und eben zur Berufszufriedenheit führen. Wir haben hier einen großen Monitor an der Wand, da haben wir das mal drauf geworfen. Vielleicht können wir uns das ja mal angucken. Wir haben da natürlich was vorbereitet, wie man so schön sagt. Haben wir ehrlich gesagt nicht. Haben wir nicht? Oh. Nee, fällt mir auch gerade auf. Haben wir nicht, aber das kriegen wir dann jetzt schnell hin. Zwei Sekunden, aber dann sieht man, dass das live ist. Wir zeigen natürlich nicht, wie Herr Dienst sein Kennwort eintippt, sondern ich erzähle in der Zwischenzeit schon mal, dass ihr unter dhzb.de/Klartext diese Pflegeschlüsselvorgaben, die wir uns gesetzt haben, auch findet. Und da findet ihr auch, wo wir die öffentlich machen. Also nicht nur unsere Vorgaben, sondern auch, wie gut die in den letzten Wochen und Monaten eingehalten werden konnten. Nämlich die Zahlen aus diesem Dashboard. Genau, das sieht man jetzt hier. Warte mal, ich glaube, ich kann es von hier erstmal so machen. Hier siehst du jetzt quasi alle unsere Stationen. Wir haben heute den 26.03. und hier sehe ich sozusagen auf einen Blick, wie die Stationen besetzt sind. Sie sind jetzt alle schön grün, haben heute halt Glück gehabt. Und ich sehe genau, wie viele Pflegende sozusagen da sind, wie viele Patienten dort sind. Und hier sehe ich dann eben den Quotienten, den wir selber, unsere eigenen Grenzen festgelegt haben. Sieht heute super aus, das ist das, was Frau Neumann mir auch gesagt hat. Was wir aber eben auch machen können, und das ist so wichtig für meine Mitarbeiter, Herr Baum, schöne Grüße, ich glaube, der ist heute auch mit dabei, hat er gesagt, er will sich auf jeden Fall angucken. Herr Baum ist Stationsleiter auf der H2, hat heute Rufdienst das Wochenende. Und der weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, am Samstag, da haben wir zum Beispiel auf einer Station haben wir ein Problem. Das muss er noch lösen. Da haben wir eben eine Schicht, die nicht gut besetzt ist. Da muss er sich noch drum kümmern. Da ist er aber, glaube ich, dran mit einem Pool oder einer Nebenabrede. Sorgt er dann und dann wird er das ändern und dann haben wir hier auch wieder grün. Und so kann man das auf den Tag genau sehen und wir können das dann eben hier pro Quartal sehen und viele andere Sachen. Aber am wichtigsten ist uns immer die Tagesansicht
oder eben auch die vorausschauende Sicht, wie es dann eben Sonntag ist. Ich glaube, Sonntag ist das wieder derselbe. Genau, da haben wir im Frühdienst halt das Problem. Ne? Also, da müssen wir noch ran. Aber es ist natürlich schon cool, dass du eben auch 23 erfüllte Schichten hast von 24. Und wie gesagt, eben die Grenzen, die die Mitarbeiter mit uns hier ausgeruht haben. Hier sieht man auch den Intensivbereich, eben mit einer 1:2 Besetzung oder besser als 1:2. Ja, da sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf. Und wie gesagt, das geht, das kann man in Echtzeit machen. Sie sehen hier, weil wenn mit der Kamera da ist, das ist eben der Stand der Datenbank. So, hier unten. Ja, da siehst du eben, das ist der letzte Abzug der Datenbank. Also die Daten sind jetzt echt aus von 14.57 Uhr, ja, das Dashboard von 5:1, also eine Stunde alt. So jede Stunde ungefähr aktualisiert sich das. Und wenn die Zahlen rot sind, der Ausblick sozusagen rot ist auf die nächsten Tage und Schichten, was macht man dann? Ausfallkonzepte. Also wir haben mit dem Betriebsrat unterschiedliche Ausfallkonzepte entwickelt. Die bestehen teilweise aus dem Pool. Ich glaube, da reden wir auch in 2 Wochen oder so drüber, über den Pool. Es sind aber auch, dass Mitarbeiter Nebenabrededienste machen können. Es ist auch manchmal so, da sind wir noch nicht so weit. Aber es beginnt auch mehr und mehr, dass die Stationen sich untereinander unterstützen. Wenn jetzt eine Station besonders gut besetzt ist und die andere eben schlecht, dann geht eben auch eine rüber auf die andere Station. Da sind wir in manchen Bereichen schon sehr gut. Ja, in manchen Bereichen dürfen wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln. Das sind alles so noch zarte Pflänzchen, die wir da etabliert haben. Aber die Mitarbeiter ziehen halt mit, weil sie diese Werte dann eben auch sehen. Ja, eben. Also um sich untereinander helfen zu können, muss man auch erstmal wissen und den Überblick haben, wo es vielleicht sehr gut aussieht und wo eben nicht. Ja, exakt. Ich bin ja immer sozusagen der Filter für die Verständlichkeit, weil ich nach wie vor ein großer Laie bin. Nebenabrededienste? Nebenabrededienste ist etwas, das machen auch schon, glaube ich, viele Kliniken allmählich. Das sind quasi, die Mitarbeiter können freiwillig sagen, hey, ich arbeite in zusätzlichen Dienst. Und den kaufen wir dann quasi zu also erhöhten Überstundenzuschlägen dann ab. Das sind so 30, 35 Euro die Stunde. Mhm. Dann geht quasi dieser Dienst nicht ins Zeitkonto, sondern wir kaufen sozusagen sofort diesen Dienst wieder ab und der Mitarbeiter nimmt für den Dienst schon eine ganz nette Summe mit nach Hause. Das machen viele Mitarbeiter, gerne auch mal vor Ostern jetzt zum Beispiel, das ist sehr beliebt. Und das messen wir auch. Wir messen genau, wie viele Nebenabredendienste gemacht werden, das schreiben wir auch in die Managementberichte rein, um natürlich auch zu gucken, hey, nicht, dass irgendwelche Mitarbeiter ausbrennen. Ja, das ist natürlich eine Gefahr dann, wenn du die Zeit nicht im Blick hast. Also, dass die Nebenabredendienstkollegen dann teure Krokanteier für ihre Liebsten kaufen können. Ja, das ist, und man hat ja eben auch in bestimmten Monaten dann viele Feiertage sozusagen, oder manche Kollegen sagen, hey, da passt noch ein Dienst bei mir rein. Wie gesagt, die Aufgabe der Führungskräfte ist zu gucken, nicht, dass die Leute dann ausbrennen, wenn sie zu viel dann arbeiten. Aber klar, ich gönne denen auch gerne die Summe Geld dann dazu, weil das wissen wir ja aus den anderen Bereichen. Wenn wir das nicht anbieten, reduzieren die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit und gehen dann ins Leasing woanders. Und das macht für uns keinen Sinn. Da haben wir lieber unsere eigenen Leute hier bei uns und dann lohnt es entsprechend. Auch wenn wir dieses Thema in den kommenden Wochen nochmal ordentlich vertiefen werden mit vielen Informationen, ein Wort noch zum Pool, weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt dieses Konzepts, was wir hier sehen. Und ihr ahnt es schon, diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, der Pool hat nichts mit Wasser oder Schwimmen zu tun, sondern? Der Pool ist letzten Endes nichts anderes. Das sind Mitarbeiter, die in der Lage sind, hier auf jeder dieser Stationen arbeiten zu können. Das ist schon ein bisschen was Besonderes, weil diese Mitarbeiter sind in der Lage, auf einer Intensivstation eine 1:2 Betreuung zu machen, bis hin eben auf der Normalstation eben eine 1:6, 1:10 Betreuung zu machen. Und deswegen macht das auch nicht jeder. Das hat mich damals sehr überrascht. Ich meine, im Pool kriegst du 700 Euro Zulage bei Vollzeit. Das ist ja eine Menge Geld. Als wir das entwickelt haben, dachte ich so, hups, bin mal gespannt, wie viele Leute dann sozusagen kommen werden. Das waren gar nicht so viele. Und das fand ich mal spannend. Ich habe da mal mit dem Intensivpfleger drüber gesprochen, haben so beiseite und meinte so, Mensch, Pool, wieso machst du das nicht? Und dann meinte der Dienst, ganz einfach, 700 Euro ist auch viel Geld, klar. Aber hier auf meiner Intensivstation bin ich ein Star, ich bin anerkannt, ich weiß hier alles. Und auf den anderen Stationen auf einmal eine 1:10 Betreuung und 1:6 Betreuung, das traue ich mir nicht zu. Und das fand ich super von dem Kollegen, weil er hätte ja auch sagen können, ach, ich will halt nur nicht im Normalbereich arbeiten oder sowas, ich bin Intensivpfleger. Ich fand das sehr anerkennend und sehr wertschätzend gegenüber den Kollegen der Normalstation. Deswegen sieht man, dass Geld nicht alles ist, sondern tatsächlich sowas wie Arbeitsplatzzufriedenheit, Zufriedenheit im Team eben auch eine große Rolle spielt. Aber wir haben eben einige dieser auch tollen Poolies sozusagen, wie alle unsere Kollegen hier toll sind. Und die machen das eben, die sind dazu in der Lage und die haben einen Dienstplan wie jeder andere. Die wissen nur nicht, wo sie morgen arbeiten. Also die kennen nur den Einsatzbereich nicht. Das ist der Unterschied. Also eine hohe Flexibilität. Manche arbeiten dann sogar innerhalb einer Schicht. Wenn wir hier zum Beispiel sehen, dass
eine Station morgens früh besonders viele Probleme hat, geht der morgens früh auf diese Station. Und wenn sich da sozusagen der Arbeitsanfall dort gelöst hat, weil viele Entlassungen da sind, geht dann wieder auf eine andere Station. Das heißt, es sind auch Kollegen, die wirklich innerhalb einer Schicht wechseln können. Und ich finde, da ist 700 Euro auch okay. Ja, und kann man sich aber auf der anderen Seite eben auch als pflegerischer Laie wie ich gut vorstellen, dass es kein Zuckerschlecken ist, auch im, ich sag mal, emotionalen Sinn, wenn man so will, weil so eine Station ist ja ein Team. Ja? Das, wenn, ja. Wenn man das hier auch mitbekommt, wie eng diese Teams manchmal sind, wenn du da sozusagen in dieses Team immer reinstoßen musst oder dazugehören musst, ist sicher nicht ganz einfach. Michelle, gibt es schon Fragen? Im Moment nicht? Gut, dann können wir prima weitermachen. Gibt es denn wenigstens Zuspruch? Sehr gut. Ich hab noch jede Menge Fragen. Und zwar zum zurückliegenden Jahr. Also wir können heute und hier nicht über die Pflege am DHZB im Besonderen und die Pflege im Allgemeinen sprechen, ohne das Thema Covid zu benennen. Ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber wie waren die letzten 12 Monate für Sie? Also ich sag mal, vor allen Dingen waren Sie anstrengend, auch teilweise psychisch anstrengend, weil wir wirklich nicht wussten, was eigentlich auf uns zukommt. Und wir mussten uns jeden Tag hier neu einstellen. Wir haben im Pandemieboard viel auch teilweise gestritten und diskutiert. Ich bin froh, dass sich einige hier durchgesetzt haben, sehr früh die Schutzmaßnahmen sehr hoch zu fahren. Wir sind, glaube ich, eines der Krankenhäuser in Deutschland, was am frühesten flächendeckend Mundschutz eingeführt hat. Das hat uns wahnsinnig geholfen, dass wir sehr wenig nosokomiale Infektionen sozusagen hatten bei den Mitarbeitern und auch bei den Patienten. Das hat gut funktioniert, aber du musst natürlich irgendwie deinen Mitarbeitern immer eine Orientierung geben, wie geht es weiter und wo geht es hin. Was für uns natürlich auch skurril war, dass in der ersten Phase von Covid ja massiv die elektiven und anderen OPs runtergefahren worden ist. Das bedeutet, auf der einen Seite stand überall, oh Gott, Riesenbelastung sozusagen, und in anderen Krankenhäusern war es sozusagen eher ruhig an der Stelle, neben dieser psychischen Belastung der Infektion sozusagen. Das war auch ein wichtiger Moment, da alle Mitarbeiter mitnehmen zu können. Ja, und dann hat sich das natürlich, und man muss auch ganz ehrlich sagen, was uns auch beschäftigt hat, und also beschäftigt auch pflegerische Mitarbeiter, dass sie denken, okay, ist das eigentlich so richtig, dass wir so vieles hier schieben, weil es sind herzkranke Menschen und wir wissen ja auch, dass wir zwar dadurch einiges bei Covid geschafft haben, aber woanders eben uns Probleme eingekauft haben. Und wir wissen, dass es wirklich eine Problematik gerade bei herzkranken Menschen gab. Und wir sind nun mal der Schwerpunktversorger für Herzmedizin. Auch das war ein großes Thema bei den Mitarbeitern. Dass sie sagten, Mensch, wir müssen doch die Leute operieren. Wir können die nicht weiterschieben. Ja. Das waren alles so die Besonderheiten. Und klar, was dann auch für uns schwer auch zu sehen, wie teilweise andere pflegerische Kollegen unter massiv schwierigen Bedingungen arbeiten müssen, höchste Belastungen haben müssen. Diese Überlastungsspitzen, die wirklich, und es waren nicht nur Spitzen, es war eine Massenüberlastung in bestimmten Bereichen. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, eine bessere Koordination und Solidarität sozusagen innerhalb aller Krankenhäuser in Deutschland zu haben, aber ich glaube, das war alles sehr schwer herzustellen. Wo sehen Sie denn die Auswege? Ich weiß ja, das Thema liegt Ihnen ja sehr, sehr am Herzen, ist ja auch berufsbedingt naheliegend. Aber dieser Dualismus eben auf der einen Seite, insbesondere in der ersten Phase der Pandemie, wie Sie sagen, dieses vom Balkon klatschen und dieses Bejubeln, auf der anderen Seite immer diese sehr drastische Darstellung von unmöglichen Zuständen. Wie kommen wir denn da raus? Naja, erstmal ganz platt gesagt, vielleicht ein bisschen pauschal politisch platt gesagt, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn in dieser Phase noch mehr mit den wirklich Verantwortlichen gesprochen werden würde oder mit den Experten, die wirklich was über die Situation in ihren Krankenhäusern wissen und verstehen. Ich finde, da hat sehr viel Dialog gefehlt sozusagen, weil es gab mehrere Krankenhäuser wie uns sozusagen, die sich gewundert haben, okay, wieso werden wir jetzt beklatscht, wo wir gerade eine der ruhigsten Phasen haben? Wo wart ihr eigentlich, wo wir seit 15 Jahren eine absolut teilweise intolerable Belastung in der Pflege hatten? Das war schon schwer sozusagen zu sehen. Und ich glaube, wir werden das ganze Thema nur in den Griff bekommen, wenn wir die Pflege professionalisieren. Und das muss man eben ehrlich sagen, da sind wir eben in Deutschland nicht. Deutschland ist da sehr einzigartig im internationalen Kontext. Und das ist eben auch einer unserer besonderen Assets, dass wir Fehlentwicklungen, die in der deutschen Pflege passiert sind, da haben wir eben Glück gehabt aufgrund unserer Historie, dass wir die nicht alle so nachvollzogen haben. Das war das, was ich hier vorgefunden habe. Und das ist mein Job, das auszubauen. Das ist auch meine Verpflichtung. Etwas konkreter? Naja,
wie ich schon sagte, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, was gut für die Pflege ist, anstatt mit den Experten wirklich zu reden, was wirklich gut für die Pflege ist. Und wir haben in der Pflege in Deutschland in meinen Augen das Hauptproblem, dass wir sehr gut ausgebildet werden, naturwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich. Sie haben das in den Videos gesehen, was meine Mitarbeiter drauf haben. Das ist unglaublich, wie toll das ist, wie sie mit naturwissenschaftlicher Expertise und sozialwissenschaftlich wirklich Menschen genesen können, weiterentwickeln können. Und das Problem ist die Befugnisse. Pflege hat kaum Befugnisse in Deutschland. Das ist ein der Grundproblem, das ist im internationalen Kontext komplett anders. Hier im DRZB haben wir eine Kultur, dass die Pflegenden sehr viel Befugnisse übernehmen, sehr viel Verantwortung auch übernehmen. Das ist aber ehrlicherweise auch noch ein bisschen informell so. Das ist unsere Kultur, die ist vor 30 Jahren entstanden. Wir haben sie jetzt weiter ausbauen können. Das ist das wichtigste Unterfangen für die nächsten 2 Jahre im DRZB, diese informelle Kultur, diese tolle Pflege zu formalisieren, an Befugnisse zu koppeln und ja, dann auch an Entgelt zu koppeln. Das ist der Weg, deswegen gehen wir jetzt weiter da in Richtung Akademisierung. Und das wünsche ich mir für ganz Deutschland. Da wollen wir auch Vorbild sein. Die Ausbildung ist 3 Jahre lang. Sie haben es gerade selber gesagt. Die würden Sie als ziemlich gut bezeichnen. Und das kann ich wirklich nur, klar, ich muss das sagen, ich bin der Sprecher hier, aber ich kann euch versichern, es ist wirklich beeindruckend, was die Leute hier machen und was sie leisten und auch wie gerne sie es eigentlich tun, egal auf welcher Station. Das ist beeindruckend. Das müsst ihr euch auch einfach mal anschauen. Wir versuchen das ja in unseren Videos rüberzubringen. Aber wenn die Ausbildung so gut ist und so tiefgreifend ist und die Leute auch was können, warum dann noch ein Studium? Warum Akademisierung? Ganz einfach, weil die 3-jährige Ausbildung jetzt auch gerade mit der Generalisierung schwierig ist im internationalen Vergleich. Im Vergleich in allen europäischen Ländern ist es normal, dass du Pflege 4-jährig studierst. Aber daran sind gekoppelt eben ganz andere Aufgabenstellungen, Verantwortung und Befugnisse sozusagen. Wenn wir die 3-jährige Ausbildung gemacht haben, dann wissen wir unglaublich viel. Wir können auch unglaublich viel. Und das ist die Verantwortung, die viele Pflegenden auch persönlich für sich immer spüren. Aber wenn wir ehrlich sind, rein rechtlich betrachtet, dürfen wir kaum etwas in der Pflege. Ja? Und das ist der Frust auch der Pflege. Mhm. Ja? Die Leute sind ja zu uns gekommen, weil sie sagen, hier darf ich endlich mein Wissen einbringen. In anderen Krankenhäusern muss ich immer auf Anordnungen warten oder auf andere Sachen warten. Und das haben wir hier eben ein bisschen anders. Und das muss sich in Deutschland ändern. Das ist der entscheidende Punkt. Aber egal jetzt, ob die sogenannten Normalstationen, die ja, kann man auch so sagen, bei uns jetzt nicht so ganz normal sind, was den Intensivlevel angeht, wie auch Intensivstationen. Muss man ein bestimmter Typ sein, um das hier zu wollen? Diesen hohen Level an, das darf ich, das muss ich aber auch und das muss ich auch verantworten und das muss ich auch können? Ist das ein bestimmter Schlag Mensch, der bei uns anfangen sollte? Ja, aber ich glaube, das sind die meisten Pflegenden. Also es gibt bestimmt, glaube ich, und das sage ich jetzt, wäre ich vielleicht wieder gesteinigt für oder sowas, aber es gibt, glaube ich, auch eine Gruppe Pflegenden, die wollen das gar nicht. Die finden das okay, wird jetzt nicht mir böse sein, aber ich kenne auch Pflegende, für die ist das völlig okay, Essen auszuteilen und die kleinen Sachen zu machen. Und es gibt aber die große Gruppe der Pflegenden, die einfach genau diese Verantwortung übernehmen wollen und darunter leiden, dass sie es nicht können. Und das ist einer der Gründe, warum die Leute aus dem Beruf auch gehen. Ja, man soll sich aber mit den Gründen des Flexibles beschäftigen und nicht immer nur nach oben schreien, was man jetzt machen könnte. Und das ist der Punkt. Und wie gesagt, deswegen, das Gros der Pflege möchte das. Und übrigens, das ist mir auch ganz wichtig, ja, wir sind ein High-End-Versorger, wir sind sehr technisch, aber das gilt für mich auch besonders für die Normalstationen und für die auch Altenpflegebereiche. Dort sind die Pflegenden oft alleine, haben keine ärztliche Abcoverung, also die müssen viel mehr Entscheidungen treffen. Und dass diese Menschen immer noch manchmal so als Pflege zweiter Klasse wahrgenommen werden, das ist das, wo bei mir dann auch manchmal Emotionen hochkommen. Wir alle, die diese Verantwortung übernehmen wollen und können, weil wir so ausgebildet sind, die Patienten begleiten, steuern, beraten und schulen, das sind diejenigen, die auch gerne diese Verantwortung übernehmen, gibt uns diese Befugnisse und der Laden läuft. Zusammen mit den Ärzten. Entschuldigung, kleines berufspolitisches Statement, aber war mir wichtig. Sie haben mir das auch mal so, das war nicht ganz beeindruckend, das ist schon einige Monate her, aber als wir mal über die neue generalisierte Pflegeausbildung gesprochen haben, habe ich gesagt, aber wenn es keine separate Altenpflegeausbildung mehr gibt, wer will denn dann noch in die Altenpflege?
dass das so ein bisschen geringschätzig angesehen wird. Damals haben Sie mir eine ziemlich beeindruckende Antwort gegeben, weil es war so, dass es ein wahnsinnig spannender Bereich ist, wenn man ihn dann auf sorgfältige und gegebenenfalls auch akademisierte Füße stellt. Ja, also ich habe Freunde, die in der Altenpflege arbeiten. Ich kenne auch Leiter von Altenpflegeheimen, die übrigens eine Warteliste haben, was Patienten betrifft, oder sogar eine Bewerberwarteliste haben. Also auch dort siehst du, du kannst hervorragende Ergebnisse erzielen, wenn du bestimmte Sachen umsetzt. Das ist ja auch manchmal unser Magnetweg, den wir versuchen zu gehen. Kommen wir gleich noch drauf, aber es hatte, die Akademisierung hat auch was mit Perspektive zu tun, oder? Ja. Ich bin nach der Ausbildung, es gibt Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Ja. Auf die kommen wir jetzt auch gleich unmittelbar, aber würden Sie sagen, es sind eben genug Perspektiven, die man jungen Leuten bieten kann, um in diesen Job einzusteigen? Nein, ich würde genau sagen, es ist das absolute Gegenteil. Zurzeit läuft es so, dass wir die Pflegenden nach 2 Jahren Berufserfahrung nochmal 2 Jahre weiterbilden. Danach haben die keine mehr an Befugnissen oder Kompetenzen. Ja, sie sind deutlich kompetenter, weil sie haben wahnsinnig viel gelernt, aber sie haben nicht mehr Befugnisse. Das heißt, das ist Wahnsinn. Du bildest Leute und dann forderst du nicht das Wissen von denen ab in der Situation. Und das ist das, was mich ärgert. Da sind wir auch beim Thema Gehalt. Ja? Gehalt muss sich an Befugnisse und Verantwortung koppeln. Und das Problem bei uns, wenn wir hier Tarifvertrag gucken, hier, man steigt in der Pflege bei uns hier mit so 3.100, 3.300 ein und kommt dann nur über Lebenserfahrung, kommt man dann irgendwann auf 3.600, 3.800. Das ist irre. Ich plädiere dafür, nach der Ausbildung grundsolide einsteigen mit dem Gehalt. Aber wenn ich dann eine Weiterbildung mache oder ein Bachelorstudium mache und dann mehr Befugnisse und Verantwortung übernehme, dann muss ich auf die 4.000 Euro. Und wenn ich dann noch den Master mache und ANP-Nurse bin, dann muss ich 5.000 Euro bekommen. Das wäre ein vernünftiges Personalkonzept. Und nicht, dass wir einmal eine Ausbildung machen, sich dann bei uns eigentlich nichts verändert, wir nur älter und erfahrener werden und mit den Jahren ein bisschen mehr Geld bekommen. Das ist ja auch bei den Ärzten komplett anders. Die Ärzte fangen im Studium an, dann sind sie im PJ, dann machen sie Assistenzarztzeit, dann machen sie Facharztzeit, dann werden sie Oberarzt. Da sehen sie die gestuften Qualifikationen und Kompetenzen und das muss Pflege nachvollziehen. Aber ist es dann nicht so, die Frage liegt jetzt auch nahe, dass die Akademisierten, die es studieren, sitzen die dann nicht alle nur in den Büros rum und machen Nein, die Managementjobs? Eben genau nicht. Das ist ja... Das Schlimme ist ja, wir haben in Deutschland 20 Jahre Akademisierung der Pflege und zwar nur im Management. Ich meine, ich gehöre dazu. Ja? Und das ist genau das Problem. Wir haben 20 Jahre lang Akademisierung im Management betrieben und nicht in der Fachlichkeit. Wir müssen uns am Klienten weiterentwickeln. Dort müssen unsere Befugnisse und Kompetenzen steigen. Nicht nur im Managementbereich. So, und jetzt fangen wir erstmal damit an, wo wir schon mal kurz waren, was sollte ich mitbringen, wenn ich hier anfangen will? Und andersrum, was hat das Haus zu bieten? Wer passt zu Ihrem Team, zu den rund 500? Also ich finde, da haben Sie ja einen sehr schönen Satz geprägt, nämlich dieses Respekt ja, Angst nein. Also ich glaube, jeder, der hier anfangen möchte oder Interesse hat, sollte erstmal Respekt vor diesem Job Pflege haben und von dem, was auf ihn zukommt. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Wir haben es wirklich gelernt, unsere Art von Pflege den Leuten beizubringen, Einarbeitungskonzepte zu schreiben, hochmodular, hochindividuell, sodass wir wirklich es schaffen, die Leute mitzunehmen und hier zu integrieren. Und dafür nehmen wir uns auch Zeit, weil wir wissen, dass das extrem gut investierte Zeit ist. Und deswegen, wenn du Lust hast auf so eine Pflege, wenn du Lust hast auf Verantwortung, wenn du Lust hast in stabilen Verhältnissen, aber auch anspruchsvollen Verhältnissen. Es ist nicht so, dass wir sagen, dass wir hier die Masse an Personal haben und deswegen hier der Job irgendwie wir ganz viel Zeit zum Kaffee trinken haben oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern die Pflegenden stehen hier am Bett, wie wir auch im Video da gesehen haben, teilweise auch 8 Stunden. Das ist ein harter Job. Aber du gehst raus mit einem guten Gefühl, weil du weißt, was du geleistet hast und was dein Beitrag war. Und wenn du darauf Lust hast, dann sind sie hier goldrichtig und wir bringen das auch allen bei. Ja, hatten wir auch im Vorgespräch jetzt kurz, ne? Also diese Pflegeschlüssel, auf die wir stolz sind oder auf die Herr Dienst und sein ganzes Team stolz sein können, nicht die Pflegeschlüssel, sondern deren Einhaltung, das heißt nicht, dass wir nicht Verstärkung im Team brauchen. Das ist, glaube ich, an der Stelle einmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Natürlich wollen wir das zeigen und eben wirklich Klartext darüber sprechen, was hier im Haus
auch gut läuft, aber es ist nicht so, dass wir zu viele hätten. Total. Und man muss eben sehen, wir leben von einer unglaublichen Substanz. Das sind unsere erfahrenen Kollegen auf den Stationen. Das ist unser absolutes Rückgrat. Und ich habe eben gerade Jubiläenurkunden wieder unterschrieben, 20, 25 Jahre. Ich habe eben gerade noch mit einer Kollegin gesprochen, die wird jetzt im September nach 29 Jahren ausscheiden. Da haben wir gerade die Party hier besprochen. Das ist unser Rückgrat, diese Menschen. Und die sind aber bald nicht mehr da. Das heißt, mein Job und der Job von meinem Team ist es sozusagen, jetzt mit frischen Kräften reinzugehen und das Erfahrungswissen von den Erfahrenen abzusaugen. Und das, es gibt ja diesen schönen Satz, neue Wesen kehren gut, den finde ich ja nicht so toll. Der Satz geht aber in Wirklichkeit anders. Neue Wesen kehren gut, alte wissen, wo der Dreck ist. Und das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen, das ganze Erfahrungswissen dieser tollen Mitarbeiter, was sich über 20, 30 Jahre aufgebaut hat, zu integrieren in neues Wissen. Und dafür brauchen wir Leute. Mal Klartext, wie gut gelingt das im Alltag, die älteren Erfahrenen? Heute war ich übrigens gerade in einem meiner Teams. Das war ein sehr, sehr erfahrenes Team. Die sind alle zusammen über einen ganz langen Zeitraum zusammen groß geworden. Dann hatten wir eine große Krise, so im Herbst 2019 in diesem Team. Und jetzt sind da wahnsinnig viele neue Leute auch drin. Und die hatten einen großen Clash von erfahrenen und jungen Mitarbeitern. Aber ich glaube, auch da ist es wieder wie mit den Besetzungen. Wenn du es ansprichst vom Management, wenn du sagst, ja, es wird zu diesem Problem kommen und dann Lösungen aufzeigst und eben nicht nur auf eine Seite setzt, sondern vielleicht wirklich manchmal mit so einem Satz wie neue Wesen kehren gut, alte Wissen, wo der Dreck ist, das verstehen Mitarbeiter. Ja? Und da haben viele mitgezogen und ich bin wirklich begeistert, wie viele von den Erfahrenen so viel wieder zurückgegeben haben. Ja, das ist wirklich toll und die Jungen nehmen es eben auch an und sagen eben nicht, ja, was du da erzählst von 20 Jahren Erfahrung. Aber du musst es führungstechnisch ansprechen, dass es diesen Konflikt gibt. Klartext ist der Hashtag, Klartext ist das Motto unserer Initiative, die wir hier aufgesetzt haben am DHZB. Dazu gehört auch die Ausbildung. Es gibt schon sehr, sehr lange eine eigene Pflegeschule am DHZB. Dazu gehört das Thema Einarbeitung. Und als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, das ist jetzt schon einige Jahre her, habe ich eben solche Dinge gelernt, dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass du als Auszubildender oder Auszubildender in deinem Praxiseinsatz einen festen Ansprechpartner hast, dass du begleitet wirst, dass da wirklich jemand ist, der sich aktiv um dich kümmert, dass du am Anfang auf dem Dienstplan siehst, das ist der oder die, die mich da an die Hand nimmt, sozusagen, und das Gleiche auch in der Einarbeitung. Zuvorderst natürlich die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, aber auch die anderen erfahrenen Pflegenden im Team. In der Einarbeitung, es gibt hier Einarbeitungskonzepte, es gibt hier Einarbeitungsstationshandbücher, das ist groß getönt alles, ne? Und das ist eine Verantwortung, die am Ende bei Ihnen als Pflegedirektor auch liegt, das alles einzuhalten. Ja. Und klappt das immer? Jetzt ja. Also wir hatten noch die Zeit, als wir in der Krise waren und wirklich sehr schnell Personal aufgebaut haben, hatten wir noch eine Einarbeitungszeit teilweise auf der Intensivstation nur von 4 Wochen. Ich glaube, wir sind jetzt bei sicheren 6 bis 8 Wochen und können das dann auch noch weiter erweitern, wenn es notwendig ist. Wir sind nämlich auch bei Verfestigungsphasen. Da bin ich auch dankbar meinen ärztlichen Kollegen, weil wir hatten eine Phase, werde ich auch nie vergessen, da hatten wir eigentlich schon Köpfe genug auf den Stationen, aber eben noch nicht genug Erfahrung. Und hat Professor Falk wirklich Intensivbetten gesperrt, weil ich ihn darum gebeten hatte, weil ich gesagt habe, ja, da sind Köpfe genug da, aber die müssen auch eingearbeitet werden. Und da hat er im Dezember 2019, war das glaube ich, hat er da mitgezogen und das ist auch gut, in so einem Team dann aufzutreten und das gemeinsam hinzubekommen. Und jetzt sind wir eben genügend Leute, können deswegen diese Einarbeitungszeiten uns leisten. Aber man soll nicht vergessen, Einarbeiten ist ein harter Job für die erfahrenen Leute. Deswegen gibt es ja so ein Thema, was wir leider nicht geschafft haben. Bestimmt sagt das bestimmt gleich einer im Chat. Wir wollten eigentlich eine Einarbeitungsprämie sozusagen noch für unsere Mitarbeiter haben. Da sind wir noch in Gesprächen, muss man vorsichtig zu sagen. Ich hoffe, dass ich da mit der Interessenvertretung vielleicht nochmal einig werde. Ja gut, dann muss die Prämie jetzt halt vielleicht mal ein kleiner virtueller Applaus für die Kolleginnen und Kollegen sein, die das machen. Definitiv. Aber Applaus bringt eben nicht immer nur alles. Ja, sondern stimmt. Das wäre echt schön. Thema hatten wir schon. Das wäre echt schön, wenn wir das ein bisschen hätten honorieren können. Aber ja, das ist halt manchmal in Organisationen so. Da gab es dann Probleme, Quängeleien.
Ich verstehe auch die Argumentation von der Interessensvertretung. Ich verstehe, glaube ich, auch meine Argumentation. Ich hoffe, wir kommen da noch überein. Aber da will ich nochmal im werbenden Sinne sozusagen drauf rumreiten, weil wenn man das mal miterlebt hat, wie die insbesondere auf den Intensivstationen, was die da machen müssen, was sie da tun, wie viel sie tun, in welcher Zeit sie es tun müssen, da würde ich mir vielleicht denken, wow, das ist wirklich spektakulär und dass man da auch was mit für sich persönlich mitnehmen kann, vielleicht auch noch gerade im Kinderbereich, das ist einem auch klar. Aber ich bin so ein Typ, zum Beispiel Führerschein. Ja? Es gibt so eine Mindeststundenzeit, die man haben will. Und da sollte man nicht rüberkommen, allzu sehr technisch eher extrem Minderbegabte wie ich schämen sich dann, wenn sie das vielleicht nicht in dieser Einarbeitungszeit hinkriegen, mit dieser ganzen Technik umzugehen, sind aber vielleicht menschlich, fachlich ganz, ganz tolle Menschen, die genau dahin sollen. Da will ich noch einmal, also dieses Respekt, ja, Angst, nein. Also ich kann das machen. Ich kann von der Pflegeschule kommen und kann sagen, ich möchte kinderintensiv machen. Also wir haben jetzt... Ich kann mir das zumindest zutrauen. Ja, also wir haben jetzt Pool-Mitarbeiter, die direkt von der Krankenpflegeschule gekommen sind und jetzt im Pool eingearbeitet werden. Die werden ein Jahr lang eingearbeitet. In diesem einen Jahr sind die quasi 6 Monate immer on top, also wirklich in der Einarbeitung drin und dann 6 Monate immer in der Verfestigungsphase drin. Und 1, 2 gehen auch in den Kinderbereich mit rein. Also das kann man machen und ich glaube, weil wir schon hier auf einem sehr guten Weg sind, was auch Menschlichkeit und positive Fehlerkultur auch tut, dass es nicht schlimm ist, wenn du mal was nicht schaffst, glaube ich, trauen die Leute sich das auch zu sagen. Und da muss ich wirklich sagen, haben wirklich die Mitarbeiter extrem mitgezogen bei diesen Einarbeitungen. Das ist mein größtes Geschenk gewesen. Und es ist auch von Vorteil, wenn man in dieses Haus möchte, dass man die Ausbildung auch gleich an unserer Schule macht. Die Praxisanteile finden zu einem großen Teil dann auch hier im Haus statt. Das ist schon verknüpft. Genau, also ich glaube, dass es da draußen auch ganz viele andere sehr gute Krankenpflegeschulen gibt. Und wir haben auch schon aus also ganz unterschiedlichen Bereichen übernommen. Wie gesagt, entscheidend ist die Einarbeitung. Aber klar, unsere Krankenpflegeschule startet übrigens jetzt mit einem zusätzlichen Kurs nochmal in diesem Jahr und ich glaube, es sind auch noch Plätze frei und auch deswegen machen wir ja Klartext oder Hashtag Klartext, weil wir tatsächlich auch weiter noch Leute suchen. Wir haben uns immer wieder gefragt, diese Initiative, diese Öffentlichkeitsinitiative auf allen unseren Social-Media-Plattformen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja? Die Leute reden nur über Covid, Flexit, Pflege in so einem ganz komischen Spannungsfeld, über das wir schon gesprochen haben. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Argumente geliefert, warum man auch jetzt oder vielleicht gerade jetzt diesen Beruf ergreifen könnte. Ich hoffe, also und ich sage es mal ganz klar, ich kenne keinen besseren Beruf als Pflege. Ich meine, worüber reden wir? Diese neue Generation, die mal in den Social Media beschrieben wird, ich weiß gar nicht, bei welchem Begriff wir da gerade sind, aber was wollen die Leute? Sie wollen eine sinnvolle Arbeit. Hey, wir kümmern uns um Menschen. Sinnvoller kann es kaum sein. Die Menschen wollen technische Aspekte und sozialwissenschaftliche Aspekte. Wir kennen Chemie, arbeiten mit Perfusoren, mit hochaufwendigen Beatmungsmaschinen und gleichzeitig wissen wir, wie wichtig unsere Hände sind, wie wichtig unsere Stimme sind, unsere Empathie. Du kannst dich danach weiterentwickeln, hoffnungsfroh bald am Klienten weiterentwickeln mit Befugnissen. Das ist das Thema richtige Akademisierung. Du kannst aber auch in den Bereich Bildung gehen, Pädagogik, Forschung oder Management. Ja? Du hast so viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es ein super Beruf. Die Rahmenbedingungen waren in Deutschland und sind in Deutschland nicht gut und nicht okay. Aber mir ist so wichtig zu sagen, es ist nicht überall so. Mit diesen 9000 Leuten, die jetzt in diesen Flexit gegangen sind. Vielleicht da nochmal eine persönliche Geschichte, die hat mich damals sehr bewegt. Als wir hier Leasingkräfte für den Kinderbereich gesucht haben, da ist eine Mitarbeiterin von einer Leasingfirma gekommen, die dort die Leasingmitarbeiter so verteilt. Und wir haben halt gesagt, wir wollen nicht irgendwie einzelne Schichten leasen, wir wollen ganze Personen eben haben. Und dann hat sie gesagt, das hat sie ja selten gehört von so einem Krankenhaus und das würde sie sich gerne mal angucken. Und dann war die hier und hat sich den Pflegebereich angeguckt, hat sich kinderintensiv angeguckt und hat mich danach abends angerufen und hat gesagt, Herr Dienst, ich bin vor 5 Jahren aus der Pflege rausgegangen, weil ich so unzufrieden war mit der Pflege, die ich erlebt habe als Kinderkrankenschwester in einem größeren Klinikum hier in Berlin. Und ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie das DRZB. Und hätte ich vor 5 Jahren gewusst, dass so eine Pflege möglich ist, wäre ich nicht rausgegangen. Ja, und das hat die
so lieb gesagt, das hat mich schon sehr beeindruckt und auch deswegen müssen wir jetzt mit dieser Kampagne raus. Und das DJZB ist auch nicht das einzige Krankenhaus, wo es ist. Das ist mir auch so wichtig zu sagen. Es gibt einige gute Krankenhäuser da draußen. Es gibt auch einige gute Pflegedienste da draußen. Es gibt einige gute Altenpflegebereiche. Und ich denke, über diese müssen wir sprechen. Wir reden wieder über 9.000 Leute, die rausgegangen sind. Wir reden nicht über 800.000 Pflegende, die drin geblieben ist. Und das ist unser Job, sich um diese Menschen zu kümmern. Deswegen fand ich eben, dass wir jetzt raus müssen. Auch wenn Sie der Meinung waren, dass wir noch nicht ganz fertig sind und noch... Aber wir haben uns ja gemeinsam gebettelt an der Stelle. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Genau, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir mittendrin. Kein Zurück mehr. Wir sind auf dem Weg zu einer Fusion mit den herzmedizinischen Einheiten der Charité. Ja. Wird das in der Pflege, das kam jetzt hier auch als Frage, okay, alles bleiben? Nehmen wir das alles mit ins neue gemeinsame Zentrum? Also nehmen wir es mit in die Integration, in die große, große Charité? Das ist mein Job. Also als Falk und Berger mich geholt haben vor 2 Jahren, wussten wir ja, was vor uns steht. Und unser Asset ist genau diese Pflege, die wir haben. Und wir haben jetzt in langen Verhandlungen mit der Charité genau darüber gesprochen, dass es diese Pflege ist, die wir bewahren wollen, die wir weiterentwickeln wollen, und zwar gemeinsam mit der Charité weiterentwickeln wollen. Und da habe ich tolle Signale aus der Charité bekommen von der Vorstandsebene, dass die sehen, was wir hier machen, was wir pflegerisch hier machen. Und klar, es ist für ein Riesenkrankenhaus, ich habe auch vorher 1000 Betten Krankenhäuser betreut, da ist vieles schwieriger als bei uns. Wir haben bestimmte Sachen, die sind hier leichter. Und wie gesagt, auch die glückliche Konstellation unserer Geschichte hat uns geholfen. Aber das, was wir hier machen, kann man auch woanders machen. Und das können auch andere große Krankenhäuser machen. Oder wenn Sie sich international umgucken, gibt es große Krankenhäuser, die genau diese Pflege leben. Also kann man es schaffen und das ist unser Job. Und das ist unser positives Asset, was wir auch in die Charité mit einbringen. Und ich höre da von vielen Kollegen, dass sie sich darauf freuen. Zum Abschluss, Herr Dienst, Klartext, was läuft hier nicht gut? Ich glaube, Frau Liebers hat heute bei Facebook direkt noch was reingeschrieben. Seit 2 Jahren will ich hier versuchen, ein Gesundheitsmanagement zu etablieren. Da sind wir nicht gut, da sind wir noch weit hinten dran. Wir müssen das Informelle nicht als selbstverständlich nehmen, sondern formalisieren. Da bin ich aber froh, dass wirklich auch meine Vorstandskollegen da sehr stark hinter mir stehen und eben jetzt in diese Akademisierung mit reingehen wollen. Da haben wir übrigens auch tolle Verbündete auf Charité-Seite, die sind da teilweise sogar weiter als wir. Die haben diesen EKP-Studiengang schon länger als wir. Gesundheitsmanagement. Wir haben ehrlich gesagt nicht so viel. Zu viel soll Ihnen jetzt auch nicht einfallen. Nein, wir haben tatsächlich wirklich... Aber dann reiten wir da nochmal drauf rum. Was heißt Gesundheitsmanagement? Was müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer darunter vorstellen? Was kann da... Also die Gesundheit von Mitarbeitern wird immer wieder unterschätzt in ihrer Bedeutung. Und du kannst als Arbeitgeber viel dafür machen. Wir hatten hier tolle Programme mit Kinesiotaping. Das ist das, was Frau Liebers meinte sozusagen. Das mussten wir leider abschaffen. Das müssen wir dringend wieder etablieren. Aber Gesundheitsmanagement ist viel mehr. Gesundheitsmanagement bedeutet wirklich, dass du eine aktive, aufsuchende Beratung für die Mitarbeiter hast, auch nicht auf die Pflege nur bezogen, sondern auf alle Mitarbeiter, rückenschonendes Arbeiten und vieles mehr. Und diese Gesundheitsquoten sind halt wahnsinnig wichtig für uns. Ja? Und da könnten wir deutlich besser werden. Zum Abschluss hat mir Michelle noch eine Frage reingereicht. Danke, Michelle, fürs Aufpassen. Der Stream war hoffentlich stabil. Aber eigentlich, finde ich, haben wir diese Frage jetzt in fast einer Stunde versucht zu beantworten. Wie könnte man das Bild der Pflege in der Öffentlichkeit verbessern? Tja, indem wir zumindest für unser Haus, und Sie sagen es selber, wir sind nicht das einzige Krankenhaus, in dem es vielleicht ganz gut läuft. Da gibt es viele, in denen diese Kliniken das einfach nach außen tragen, oder? Also ich glaube, die positiven Leute sollten mehr nach vorne kommen, aber es ist noch eine Sache wichtig, wir sollten aufhören, von der Pflege zu sprechen. Es gibt nicht die Pflege. Pflege ist eine unglaublich heterogene Berufsgruppe, die von angelernten Kräften bis hin zu masterstudierten Leuten sozusagen ist. Und mein Problem ist, dass immer über die Pflege gesprochen wird und die gibt es in meinen Augen nicht. Sondern wir sollten wirklich das viel spezifischer besprechen und die Bilder dieser unterschiedlichen Pflegenden sagen. Deswegen sagen wir reden ja Klartext über das DRZB. Ja? Ich maße mir nicht an, wie gesagt, ein Freund von mir, wenn Sie über die Altenpflege noch mehr Bescheid wissen, kann ich einen sehr guten Ansprechpartner geben, der ist Experte dafür, das bin nicht ich. Aber so, ich glaube, wir müssen eine ganz neue Ehrlichkeit diesem Thema widmen, der Pflege. Und angefangen damit, dass es die Pflege nicht gibt. Das wäre der erste wichtige Schritt, um das Bild der Pflege zu schärfen.
und voranzubringen. Und den Mut hoffe ich, dass wir den bald finden. Also zwar nichts gegen Applaus, aber so ein bisschen statt Applaus vom Balkon und apokalyptischen Untergangsszenarien ein bisschen mehr Differenzierung und mehr Information. Absolut. Ich mache keinen Hehl draus. Unsere Information soll natürlich schon dahingehend sein, dass wir stolz sind auf das, was hier läuft. Auch wenn die Kamera mal ein bisschen wackelt, macht nichts. DHZB.de ist unsere Website. DHZB.de/Klartext findet ihr die wichtigsten Informationen. Und ihr findet vor allem auch den Kontakt zur lieben, lieben Kollegin Katharina Wetzel. Handynummer, E-Mail-Adresse, Schnellkontaktformular. Wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung, zur Bewerbung, rund um die Pflege, es gibt das uralte Sprichwort, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, stellt sie auf dieser Website im Kontaktformular per Telefon, per Mail. Katharina antwortet schnell und sie antwortet gerne. Und zumindest was jetzt unsere Live-Fassung dieses Gesprächs angeht, morgen erfahrt ihr auch mehr über Katharina, die hier eure Ansprechpartnerin ist. Katharinas Boss, dem Herrn Dienst, sage ich vielen, vielen Dank. Ich danke. Für den Freitagnachmittag. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ja, schöne Grüße nach da draußen. Und wie gesagt, helfen Sie einfach mit, diesen tollen Beruf dahin zu bringen, wo er hingehört. Dankeschön. Danke auch. Tschüss.